So, Freunde. Es geht weiter. Wie sitzt du denn da? Okay. Den einen habe ich ja schon abgemorzt. Hä? Der lebt doch. Achso, echt? Oh. Du bist gestorben. Ach, stimmt. Was können wir denn hier gut herstellen? Dann haben wir jede Menge. Hab's. Was brauchen wir dafür? Was können wir mal herstellen? Nicht so viel. So. Also, an dem vorbeizukommen, brauche ich eigentlich nur ablenken. Ups. Okay. Stein, ja. Hast du was gehört? Sehen wir mal nach. Pass auf dich auf. Muss ja nicht immer jeden abmuxeln. Schon wieder dieses Zeug. Nichts zu sehen. Verstanden. Wo müssen wir denn hin? Ich komme nicht vorbei. Ich muss die Ratten irgendwie aus dem Raum locken. Ah, da muss ich hin. Okay. Ich würde sagen, das bringt nichts. Klar. Weil es auch durchscheint. Nebenan. Das wird die Ratten beschäftigen. Was? Ja, du musst ihn umbringen. Ja, du musst ihn umbringen. Wir werden abschießen und dann noch umbringen. Falsche. Ich muss einfach das einsachen. Nein. Wo seid ihr? Was ist los? Oh, Scheiße. Man muss eben Acht geben. Auf den Kopf geworfen. Voll brutal. Das Geilste ist der Spruch. Was? Man muss eben Acht geben. Keine Sekunde später. Pip. Ja, weil du ihn auch danach weggeschisselt hast. Hat er das auf den Kopf gekriegt. Hä? Wann gehst du? Ach, Scheiße. Man muss eben Acht geben. Ich habe lange keine Rosen mehr gesehen. Hoffentlich bin ich nicht falsch abgebogen. Frag mich immer noch, wie das funktionieren soll mit diesem. Mit was? Ja, dass ich das Zeug immer benutzen kann zum Waffen herstellen. Ich weiß auch nicht. Ah, du kannst das unter. Beute, bring die Nachladedauer. Munitionstasche, bietet Platz für 20. Bis zu 20 Geschosse einer Art. Na, Geschosse ist jetzt eher. Ich bräuchte eher hier sowas. Tasche hier. Das sind 22 Materialien dafür. Boah, Stoff brauche ich. 16 von diesem. Ja, das ist mit dem Stoff ist das Problem. Boah, das ist schon heftig. 22 Geschosse brauche ich mir auch nie. Behälter hier. Oder hier oben den Beutel. Verringert die Nachladedauer der Schleuder. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Das sieht schon viel besser aus. Was soll das? Keine Ahnung.
Guck mal, kann ich so. Das kannst du da. Auch so herstellen. Mal. Da, rechts. Da. Über unseren jungen Hugo de Roon? Senior Nicholas ist weiterhin auf also, gibt es nur einen, der uns helfen kann, das Buch zu finden? Der Sohn eines Schmieds. Du hast diese Tür mit deinem Vater gebaut. Jetzt wirst du sie öffnen. Der Zweck dieser Tür ist doch gerade Abschaum wie euch fernzuhalten. Ich bin Großinquisitor Vitalis Benedon. Du hast keine Ahnung, was ich erleiden musste. Sieh, was ich ertrage. Für dich. Das Episongus. Wie heißt du, Junge? Roderick. Roderick soll nicht sein Leben aushauchen, bevor diese Tür geöffnet ist. Begeht nicht denselben Fehler wie bei seinem Vater. Schafft ihn fort! Schnell, ich darf sie nicht verlieren. Selbst wenn der Großinquisitor davon redet, deinen Nächsten zu retten, kannst du einfach nicht den Mund halten, was? Roderick, sieht so aus, als hätten wir beide unsere Probleme. Schwächer. Wie lange kann das Episanguist ein bisschen Schach halten? Solange wie es ihm sein Glaube erlaubt. Endlich! Ich hatte dich gewarnt. Ja, schieß doch! Oh, ja! Ja, und du? Weißt du, Junge? Spasti, ey. Wo ist der Penner? Er sieht nicht gut aus. Wer war das? Nur damit du es weißt. So. Roderick, sieht so aus, als hätten wir beide unsere Probleme. Was ist mit seiner Hand? Was ist mit seiner Hand? Hast du nicht gesehen? Nein. Ja, guckst du überhaupt zu, wenn ich spiele? Ja, guck ich. Nee, guck da. Ach so. Ich hab auf den anderen geguckt. Erinnert mich an Deutschland 1900. Das ist. So. Schießt er durch oder was? Ihr habt also die Tür gebaut. Und er wird sie öffnen.
Mit dem Buch und dem kleinen Derun kann Vitalis die Beschwörung abschließen. Dann werden wir von der Pest erlöst sein. Ad igne. Das war sehr schlau. Ja! Ich würde erstmal den Großen töten. Ah! Den kann ich nicht, den Großen. Uiuiui! Ah, Mann, ey! Ah, schön gesagt. Bewegung. Jetzt hör mir mal gut zu. Mein Freund und ich haben viel Zeit damit verbracht, die Ketzer im Kerker der Bastion zum Reden zu bringen. Warum bin ich jetzt hier so? Jetzt bist du noch so stark, aber glaub mir, wenn wir nur tief genug schneiden, dann winselst du genauer. Ah! Oh, oh! Ah! Ich kann dann gehen einfach weiter. Komisch. Voll, hätte ich ihn gar nicht abmucksen müssen. Echt jetzt. Toll. Unnötig Zeug verschwendet. Ah, vielleicht liegt hier oben noch was so. Also. An die Arbeit! Ihr habt den Boden ruiniert. Oh. Ach, schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Wir haben Wochen für dieses Mosaik gebraucht. Dein Mosaik interessiert uns einen Dreck. Öffne die verdammte Tür oder es ergeht dir wie deinem alten Herrn. Hört ihr die doch? Ah, ich hab's gefunden. Oh. Oh, nein. Was? Wow. Zack, das war's mit dir. Warte ich schon seit 2 Tagen. Keine Ahnung, wer du bist, aber danke. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter! Ich halte sie auf! Eine sehr große Hilfe! Es wird ein bisschen dauern. Oh, mach weiter! Ich halte sie auf! Ja, du hältst sie auf. Genau. Du sollst sie aufhalten. Nicht er. Er soll die Tür öffnen. Es muss doch einen Weg geben. Wer du bist, aber danke. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter! Ich halte sie auf! Eine sehr große Hilfe! Es wird ein bisschen... Ja. Alter, echt jetzt. Meine Güte, ey. Das ist doch nicht in ihr blöder Ernst. Schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Warum treffe ich den Spacken nicht, so wie der angerannt kommt? Wie soll ich denn das machen? Darauf warte ich schon. Ja, komm zum Punkt, laber nicht. Keine Ahnung, wer du bist, aber danke. Echt jetzt? Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und ja, weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter! Ich halte sie auf! Eine sehr große Hilfe! Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter! Ich halte sie auf! Was ist das? Ich will dich ja nicht drängeln, aber sie kommen! Und anscheinend ist ein Feuer ausgebrochen!
Ich habe es fast. Ja. Ey, warum? Ja, wenn die mir den Steinen ausweichen, wie soll ich denn das machen, ey? Es muss doch einen Weg geben. Macht keinen Spaß so. Warte ich schon seit 2 Tagen. Keine Ahnung, wer. Immer dieses Teil machen. Das, womit du die Leute schlafen legen kannst. Nein, das darüber. Ja. Oh! Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter! Ich halte sie auf! Eine sehr große Hilfe! Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter! Ich halte sie auf! Ich will dich ja nicht drängeln, aber sie kommen! Und anscheinend ist ein Feuer ausgebrochen! Ich hab es fast! Guck mal, wie der sich bewegt. Das ist doch unnütz, ey. Sie haben Alarm geschlagen. Wir kommen hier nicht weg. Lauf. Schneller als du. Hey, weißt du, wo wir hin müssen? Nicht nachdenken. Lauf. Eine Sackgasse und wir sind erledigt. Wir müssen uns verstecken. Nein, wir müssen sie irgendwie aufhalten. Ich kann nicht mehr laufen. Super. Wird das reichen? Es muss. Also gut. Wir sind im Keller. Schon mal ein Anfang. Roderick, ich brauche das Buch. Was ist an diesem verdammten Buch so besonders? Es könnte meinen kleinen Bruder retten, bitte. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß nur, dass sie meinen Vater dafür zu Tode gefoltert haben und ich sie dafür töten werde. Sie haben auch meine Eltern umgebracht. Vielleicht kommen wir hier gemeinsam raus. In Ordnung. Was ist mit dem Buch? Wart's nur ab. Davon gibt es hier massenweise. Oh, wow. Noch eine Bibliothek. Unter der Bibliothek? Verbotene Bücher. Darum haben wir die Tür gebaut. Dann muss das Sanguinis Itinera hier sein. Ich weiß nur, dass es einen roten Einband hat. Sieh mal, da oben. Rosen, das muss es sein. Ich muss da hoch. Ja. Sie steckt fest. War schlecht. Doch einen anderen Weg. Wer wohl diese Dinger sind? Kannst du mir helfen? Schon gut, schon gut. Interessant. Die Regale bilden einen Weg. Das ist unser Weg zum Buch. Kinderspiel. Tja, und wer macht das jetzt weg? Vielleicht habe ich mich zu früh gefreut. Ich muss das Gegengewicht bilden. Ich warte hier drüben. Sag mir, welchen Hebel ich ziehen soll. Also gut. Ja, den hier eigentlich nur. Ja. Jetzt! Ist recht. Ich bin ganz allein. Ja, krass. Du hast doch gesagt, du würdest das Gegengewicht bilden. Hab ich doch. Es hat nachgegeben. Na gut. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, das müsste runter. Das da ist auch runter. Soll ich das machen? Machen wir das hier. Roderick? Hört sich gut an. Okay. Wie geht das hoch? Ja, super. Rätsel über Rätsel. Das
bringt mich nicht weiter. Ich komme hier nirgendwo, kann ich das einsetzen? Ich muss aber irgendwo hoch. Aber wo soll ich denn hier hoch? Ach da, warte mal. Er wird schon genug Kraft haben, um das zu halten. Perfekt. Och, ich wollte nicht da hoch, ich wollte da rein. Igitt, das lasse ich lieber, wo es ist. Ja, schick. So. Dann gucken wir. Übrigens, ich heiße Amicia. Und du bist Rodrik, oder? Du weißt eine ganze Menge, Amicia. Wer hat die Tür bei euch in Auftrag gegeben? Mönche oder sowas. Sie redeten nicht viel. Mein Vater hat sie konstruiert. Er war der Meister. Ich war bloß der Lehrling. Aha, Mönche, die das Sanguinis Itinera bewachen. Ja. Weg da, Amicia. Du stehst im Weg. Toll. Warte. Jetzt. Hört sich gut an. Es ist viel zu still. Wo sind die Soldaten hin? Was darunter tun, damit es nicht runterfällt. Ich finde schon etwas. Wo müssen wir was runter tun? Ich weiß. Wenn das oben ist und das nicht runterfällt. Ja, ja, mach du mal hier. Komm mal her. Hallo, lass du mal los. Nein, halt! Sofort. Jetzt! Ja. Komm schon, beweg dich! Hey, tu dir nicht weh. Soll ich... Nein, mein Bruder. Ich bin es ihm schuldig. Für all die Male, als ich nicht für ihn da war. Ja. Aber mit einem gebrochenen Arm wirst du das Buch wohl kaum zurückbringen können. So? Na, wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich auch nicht. Also gut, bringen wir es hinter uns. Rodrik? Hört sich gut an. Hallo, klettern. Klettern! Jo, übertreib. Lass es einfach. Sofort. Geschafft. Gehen wir. Wir sind schon zu lange hier. Ich hab's. Ich kann's einfach nicht glauben. Glaub es lieber und beeil dich. Sie kommen jeden Augenblick zurück. Ich kenne dich. Wir beobachten deine Familie schon seit einiger Zeit und warten, dass die Makula im Blut deines Bruders erwacht.
Man könnte sagen, ich habe dich aufwachsen sehen. Nein, wir haben keine Chance. Kleine Närrin, was willst du denn mit dem Buch erreichen? Meinen Bruder retten. Mit deinem Bruder und dem Buch kann ich die Welt retten. Das ist genug. Ja. Schnell, hier entlang. Wachen! Blut entkommt ihr nicht. Ihr scheint euch gut zu kennen. Er hat mein Leben zerstört. Ich weiß, wie das ist. So, meine Freunde, das war's wieder mit diesem Part. Im nächsten Part geht's dann wieder weiter. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.